wir stehen jetzt hier nicht mehr in Böhmen, obwohl dort dran steht evangelisch-böhmische lutherische Bethlehemskirche. Dieses ist die alte deutsche Dorfkirche. Und dieses ist das alte deutsche Dorf Rixdorf, Deutsch Rixdorf erst genannt, nachdem es ein böhmisches Dorf in unmittelbarer Nachbarschaft gab. Und dass diese kleine Kirche, diese alte Dorfkirche, inzwischen eine böhmische Kirche ist, liegt an der Spaltung dieser exulanten Gemeinde in eine böhmisch-reformierte, böhmisch-lutherische und in die erneuerte Brüderunität, liegt daran, dass Rixdorf wuchs und wuchs und diese Kirche zu klein wurde und ein Neubau geplant wurde und realisiert wurde. Die Magdalenenkirche, die wir gesehen haben, auf der anderen Seite vom Gottesacker. Ich habe nicht darauf aufmerksam gemacht, aber das tut ja auch nicht nötig. Jeder hat eigene Augen im Kopf. Man sieht ja viel mehr mit den eigenen Augen als mit den fremden Mündern. Das lässt zwar nach im Alter, als Kind hier an der alten Dorfkirche. Sie hat dann den Namen Bethlehemskirche bekommen, nachdem eben in der Magdalenenkirche die deutsche Gemeinde unterkam. Bethlehemskirche deswegen, weil in Prag die Kirche, an der Jan Hus gepredigt hat, die Bethlehemskirche war. Dort steht also die Bethlehemskirche. Hier ist sie also benannt nach der alten Prager Bethlehemskirche. Bei den Reformierten ist es genauso. Da nimmt man Bezug. Und wenn Sie sehr aufmerksam sind und sich den Stern dort oben angucken, dann sehen Sie, dass es der Stern von Bethlehem ist. Kam etwas früher als das Comenius-Denkmal. Das haben nämlich die Nachfahren der Einwanderer aus Dank aufstellen lassen. Dank an den preußischen Staat, an Friedrich Wilhelm I., auch Soldatenkönig genannt. Denn er in seiner Regierungszeit fällt ja die Einwanderung. Er wird hier als der große Gönner auch mit einer solchen Geste versehen, geehrt. Er hat eben dieses Schulzengericht gekauft und diese neuen Doppelhäuser mit neuen Scheunen errichten lassen und Ackergerät, Kühe, Pferde zur Verfügung gestellt, sodass also die Exulanten, die Flüchtlinge einen guten Start hatten.
sehen, dass das Wort ohne D geschrieben wird. Nicht Gemeinde, sondern Gemeine. Das ist die alte Schreibweise und die ist beibehalten worden, weil der Bezug zu dem begrifflich Gemeinten, dem Allgemeinen oder dem Gemeinen, dort eben noch deutlich ist. Zur Verdeutlichung, wir kennen ja dieses Wort gemein in positiver und in negativer Bedeutung. Positiv im Sinne von allgemein, die Frankfurter Allgemeine. Negativ in dem Sinne, du bist aber gemein, du bist ein böser Mensch. Und das hängt mit der Geschichte zusammen. Das Gemeine ist aus der Sicht der Herrscherschicht das böse Volk, das gemeine Volk. Also, und aus der Sicht des gemeinen Volks ist natürlich es nicht notwendig, Herrscher, Beherrscher zu haben, sondern das Allgemeine. Und so ist ja auch die hussitische Reformation zu verstehen und so ist auch die Brüdergemeine zu verstehen als eine Laienbewegung, in der es keine Herrscher über Menschen gab. Die Brüdergemeine, die hat sich gegründet, auch vor allen Dingen noch als Konsequenz auf die Hussitenkriege. Es war eine absolut pazifistische Bewegung. Sie hieß, als sie sich gründete, Brüder und Schwestern des Gesetzes Christi. Und diese Gemeinde oder diese Gemeine lehnte jedes politische Amt ab. Alles wurde untereinander besprochen und dann hat man dieses, was man besprochen hat, zügig umgesetzt. Es gab keine Bevormundung, es gab keinen, der die Laien beherrschte, so war deren Überzeugung. Und derjenige, der diese Kirche dann nachher aufgelöst hat, schreibt als sein Alterswerk eben diese allgemeine Beratung zur Verbesserung der menschlichen Dinge, eine Vision auf Demokratie, eine Vision, wie der Mensch sich ohne Herrscher selbst organisieren kann. Das ist also sein Alterswerk und ich zitiere, da steht am Anfang drin, ich werde Schritt für Schritt vorgehen in meinen Argumenten, dass jeder mir folgen kann und keiner allein gelassen wird. Das Jude, Türke, Heide, ja selbst die zerstrittenen Christen folgen können. Da hat er den Gegensatz zwischen den Religionen, Juden, Türken, Heiden, als geringer angesehen als den Gegensatz zwischen Katholiken und Evangelien. Ja, also die waren mehr miteinander zerstritten als Jude, Türke, Heide. Wenn sie ihren 30-jährigen Krieg gelebt hätten, hätten sie